Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar sprechen wir nicht über ein komplettes Rad, sondern erstmal nur über den mehr oder weniger nackten Rahmen. Und zwar eine Alutec E-Farness, wie sie hinter mir hängt. Diesen Rahmen, den werde ich die nächsten Wochen Schritt für Schritt zu einem Komplettrad aufbauen. Diesen Aufbau, den werde ich hier auf dem Kanal dokumentieren und euch dabei mitnehmen. Ihr habt dabei auch ein Mitspracherecht, was an den Rahmen drankommt, und ich werde euch nach dem Intro auch erzählen, was längerfristig der Plan mit diesem Rad hier auch auf dem Kanal ist. Das wird mal was ganz anderes, bleibt unbedingt dran. Ich glaube, das wird richtig, richtig spannend. Bevor wir jetzt direkt in die Materie einsteigen, möchte ich euch erstmal nochmal kurz abholen, was eigentlich der Plan mit diesem Video ist und mit dem Rahmen hinter mir und wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich hatte euch ganz am Anfang des Jahres mal gefragt, habt ihr Bock drauf, auch mal Komponententests, Anbauteile, Zubehör und so weiter, da ein bisschen mehr von uns zu sehen, Tests. Und da war die Resonanz klar, ja, ihr habt Bock drauf, ihr möchtet da mehr. Und ich verstehe das, Kompletträder sind interessant, sind spannend, aber nur die wenigsten beschäftigen sich während der Saison oder alle ein, zwei Jahre damit, ein neues Rad anzuschaffen. Vielmehr geht es auch darum, hey, wie könnte ich vielleicht mein bestehendes Rad ein bisschen verbessern? Was gibt es eigentlich Neues auf dem Markt? Und da sind Komponententests natürlich super interessant. Und daraus ist dann eben die Idee geboren, zu sagen, hey, lass mal wirklich ein E-Mountainbike Schritt für Schritt aufbauen, auch was die Komponentenwahl angeht. Und wenn es dann fertig ist, beziehungsweise nein, die Idee ist eigentlich, dieses Rad wird nie fertig sein. Es wird das Dauertestrad, es wird der Teileträger sein für Komponententests, Fahrwerke, Reifen, Laufräder, Bremsen, da ist übrigens schon was geplant. Alles, was in die Richtung geht, das wird euch dann immer wieder begleiten und das hilft mir dann eben beim Testen auch, wenn ich immer ein Rad habe, wo ich dann eine Komponente austausche, um diese dann besser beurteilen zu können. Weil wenn das immer in einem anderen Rad ist, ja, da ist es schwierig, dann wirklich Vergleiche zu ziehen. Und all das hat dann letzten Endes zu diesem Video jetzt hier heute geführt und zu der Tatsache, dass hinter mir eine Alutec E-Farness hängt. Und warum jetzt ausgerechnet das Rad, beziehungsweise warum ausgerechnet der Rahmen? Das liegt ein bisschen an mir, kann ich jetzt gleich mal gestehen. Und ja, auch tatsächlich ein Geständnis an dieser Stelle. Denn obwohl ich Woche für Woche hier über E-Mountainbikes spreche, hatte ich bis dato privat selbst bei mir zu Hause keines. Ich hatte einfach immer ein Testrad. Letzte Saison hatte ich doch noch einen Dauertester, den ich aber kaum gefahren bin, weil ich eben so viele Testbikes hatte. Aber jetzt ist es mal Zeit. Ich hab mir gedacht, dieses Jahr, ja, da zieht ein E-Bike bei mir zu Hause ein. Und da habe ich gedacht, nutze ich eben diese Synergie und das darf dann gerne auch der Dauertester sein, weil dann fahre ich auch viel damit und kann eben gewisse Sachen auch sehr gut beurteilen. Aber führt natürlich auch dazu, dass es ein Rad sein sollte, das mir irgendwie dann auch persönlich ein bisschen gefällt. Und deswegen hängt jetzt eben Alutec hinter mir. Und dann lasst uns doch mal kurz über das Rad sprechen. Es ist ein E-Enduro, 170 mm Federweg vorne und hinten, Mallet-Laufräder, 29 Zoll, 650B hinten und Shimano-Antrieb, EP801 und 630 Wattstunden Akku im Unterrohr entnehmbar. So viel dann jetzt mal zu den Eckdaten. Aber die waren nur teilweise ausschlaggebend eben für mich, weshalb ich mich für das Rad entschieden habe. Denn da muss ich jetzt gleich mal sagen, ich bin ein Spezialfall, was Fahrräder angeht. Ich habe einen sehr speziellen Geschmack. Beziehungsweise, nein, habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur ein paar speziellere Vorlieben. Punkt 1 zum Beispiel das Rahmenmaterial. Ich liebe Aluminium. Aus optischen Gründen. Ich mag die Materialeigenschaften. Es ist ein Stück weit nachhaltiger als Carbon. Ich weiß, Nachhaltigkeit am E-Mountainbike mit Akku und so weiter. Ja, ist wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem, auch das hat für mich eine Rolle gespielt. Und da nehme ich dann irgendwie auch das Mehrgewicht, das Alu einfach mitbringt gegenüber von Carbon, gerne in Kauf. Außerdem absolut gesetzt für mich ist ein entnehmbarer Akku. Da die Kapazität selbst ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, er ist entnehmbar. Und beim Antriebssystem, da bin ich dann überraschenderweise ziemlich flexibel.
Also sowohl was Full Power als auch Light Assist angeht, ob ihr es glaubt oder nicht, ich würde mit beidem sehr gut klarkommen. Ich nehme die zusätzliche Power, die mir jetzt zum Beispiel ein EP801 bietet. Ich wäre aber auch zum Beispiel mit einem Bosch SX total fein für meinen persönlichen Hausgebrauch. Also da bin ich dann flexibel. Ich kenne die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme und kann mich da aber jeweils sehr gut drauf einstellen. Also das ist für mich, da bin ich dann tatsächlich vielleicht auch nochmal ein Sonderfall, weil mir das eben nicht so wichtig ist. Zudem, was eben noch gesetzt war, ich wollte ein universelles Rad, wirklich ein potentes Rad, mindestens 150 mm Federweg, lieber ein bisschen mehr, was es ja auch geworden ist. Und last but not least, was dann wahrscheinlich auch so einen finalen Ausschlag zugunsten von Alutec gegeben hat. Ich mag einfach die Tatsache, es ist ein kleiner Hersteller aus Deutschland. Die Rahmen werden in Deutschland geschweißt. Das macht der Chef selbst, das macht der Jürgen. Der kümmert sich drum, der ist in Kontakt mit euch. Das war jetzt auch nicht nur quasi eine Spezialbehandlung von mir, sondern man hat eine persönlichere Beziehung zum Hersteller und zum Rad. Und mir gefällt das einfach sehr gut. Während des Prozesses zum Beispiel hat mir der Jürgen irgendwann mal eine E-Mail geschrieben und gemeint, hey, nächste Woche komme ich wahrscheinlich dazu und kann deinen Rahmen schweißen. Und irgendwie gibt mir das ein anderes Gefühl, wenn ich das Rad dann nachher habe. Ich habe schon von vornherein irgendwie eine andere Beziehung dazu, weil ich weiß, da steckt irgendwie Herzblut drin. Das ist nicht so, ich will es nicht böse sagen, aber es ist kein so ein seelenloses Produkt, das halt irgendwo in Fernost von einem Fließband gefallen ist. Das sagt nichts zum Produkt, das macht das Rad nicht besser, aber ist eben was, was mir einfach ziemlich wichtig ist. Außerdem, und das kam eigentlich eher danach zur Sprache, hat Alutec vor, dieses Bike auch eben ganz normal als Rahmenset anzubieten. Momentan ist es noch nicht im Webshop, aber das ist quasi schon angelegt. Das wird ab naher Zukunft, könnt ihr das auch selbst kaufen. Und damit ist dann Alutec auch einer der ganz wenigen Hersteller, die das überhaupt anbieten. Die Auswahl an Herstellern, die Rahmensets, also E-Mountainbike-Rahmensets anbieten zum Selbstbau, die ist absolut übersichtlich. Es gibt Nikolai, mir fällt Specialized ein, Mondraker hat Rahmensets. Es gibt sicher noch ein paar andere Hersteller, aber viel Auswahl habt ihr nicht. Gründe dafür gibt's genügend. Das hat zum einen so ein bisschen Haftungsgründe oder rechtliche Gründe, auf die ich jetzt gar nicht so wirklich im Detail eingehen möchte, denn sonst verlieren wir uns und das soll ja auch nicht Thema dieses Videos sein. Nur so viel dazu gesagt, wenn ein Hersteller das anbietet für euch, dass ihr so ein Rahmenset kaufen könnt, dann haben sie sich dazu Gedanken gemacht und werden diesbezüglich wahrscheinlich auch mit euch sprechen. Das ist aber, wie gesagt, keine Angst davor. Das nur am Rande, weshalb viele Hersteller da wahrscheinlich ein bisschen davor zurückschrecken. Punkt 2 ist die Wirtschaftlichkeit. Und zwar für die Hersteller als auch für euch. Aus, sage ich jetzt mal, finanziellen Gründen ist es Wahnsinn, ein Rad selbst aufzubauen. Also das weiß ich. Ich baue meine Räder seit 15 oder 20 Jahren eigentlich alle selbst auf. Und unterm Strich bin ich wahrscheinlich immer teurer rausgekommen, als wenn ich ein Fertigrad gekauft hätte. Das ist tatsächlich so, denn ihr habt natürlich als Endverbraucher, selbst wenn ihr Schnäppchenjäger seid, habt ihr ganz andere Konditionen, ihr habt ganz andere Preise als die Hersteller, die Gabeln einkaufen oder Laufräder einkaufen oder Reifen einkaufen. Die bekommen die Sachen zu ganz anderen Konditionen. Und obwohl da nachher natürlich noch Marge draufkommt und der Händler vielleicht auch noch ein paar Euro verdienen möchte, unterm Strich bekommt ihr da dann bei einem Komplettrad wahrscheinlich etwas mehr fürs Geld. Auf der anderen Seite, auch aus Herstellersicht ist es so, die verdienen an einem Komplettrad wahrscheinlich deutlich mehr als an so einem nackten Rahmen, was die Marge angeht. Insofern ist es so eine Enthusiastengeschichte. Als Hersteller macht man das, weil man Bock drauf hat, weil man irgendwie seinen Kunden was Besonderes bieten möchte. Und auch selbst als Kunde, das macht man nur eben, weil man Bock drauf hat. Weil man sagt, hey, ich habe zum Beispiel noch einen Haufen Komponenten zu Hause, die ich verbauen möchte. Oder ich habe einfach besondere Bedürfnisse. Ich habe Bock auf ein besonderes Fahrwerk, das es so nirgendwo gibt. Oder ich habe einfach grundsätzlich Lust drauf, denn es ist ja auch irgendwie eine kleine Reise, so ein Rad selbst aufzubauen. Man lernt jedes Bauteil kennen, man lernt jede Schraube an seinem Rad selbst kennen und da baut man einfach eine Beziehung dazu auf und hat auch praktische Gründe. Wenn nachher mal was nicht mehr richtig funktioniert, ihr wisst einfach, wo ihr Hand anlegen müsst.
Also es gibt gute Gründe dafür, aber finanzielle sind es nicht. Und damit kommen wir dann jetzt auch ein bisschen unelegant zu den Preisen. Denn wie gesagt, ihr könnt das Rahmenset bald dann auch bei Alutech selbst kaufen. Das geht los so bei um die 4.800 Euro, da aber dann mit einem EP6, also mit einem Shimano EP6. Und die Preise gehen dann tatsächlich hoch bis 6.200 Euro für genau diese Variante, wie sie hinter mir hängt. Das ist ein Rad mit EP801, 630 Wattstunden Akku und UDH-Ausfallenden. Die kosten 200 Euro Aufpreis. Übrigens, dass wenn ihr kein UDH braucht, dann kommt ihr nochmal 200 Euro günstiger weg. Außerdem in diesem Raw-Look, also diesem gebürsten Alu-Look, den hätte ich so oder so genommen. Einfach wie gesagt, ich mag Aluminium und wenn ihr meine Räder daheim sehen würdet, die sehen alle so aus. Von dem her trifft voll meinen Geschmack. Ihr könnt aber eben euch auch Farben aussuchen. Kosten entsprechend aber auch dann noch ein bisschen Aufpreis. Wenn euch das Rad aber grundsätzlich gut gefällt und ihr sagt, ich will aber gar nicht selber aufbauen, außerdem 6.000 Euro für einen Rahmen ist mir zu viel Geld, kein Problem. Ihr kriegt nicht für 6.000 Euro bei Alutech eine E-Fahnes auch schon als Komplettrad mit einer tatsächlich sehr vernünftigen Ausstattung. Insofern, da sind wir jetzt wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit. Wenn ihr einfach nur Bock auf das Rad habt und sagt, selbst aufbauen will ich gar nicht, dann schaut mal bei Alutech auf die Webseite, auch die Kompletträder. Echt gute Deals, vor allem, wie gesagt, das sind in Deutschland geschweißte Rahmen. Wo kriegt man sowas für den Preis heute tatsächlich noch? Mich für ein Rad zu entscheiden, das war schon ein schwieriger Prozess und hat ganz schön lange gedauert. Aber dann ging es noch weiter, denn leider liege ich mit 1,88 Meter Körpergröße genau zwischen zwei Rahmengrößen bei der E-Fahnes, und zwar zwischen L und XL. Ich habe mich jetzt am Ende für L entschieden. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum. Ich habe mir das so oft überlegt und mich, glaube ich, einfach spontan irgendwann für L entschieden. Denn es gibt ein paar Gründe, weshalb XL vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre. Zum Beispiel die Front bei dem Rad ist generell ziemlich niedrig. Die wäre bei XL eben ein bisschen höher gewesen. Da muss ich hier dann wahrscheinlich mit ein bisschen Spacern und einem anderen Lenker nachhelfen. Aber ich wollte eben auch mal wieder so ein etwas kompakteres Rad, das nicht ultra lang ist, das auch vom Handling ein bisschen universeller, ein bisschen intuitiver ist. Habe ich mich selbst auch so ein bisschen hinterfragt, so cool ich lange Räder finde, weil man damit es richtig stehen lassen kann, wenn es das Gelände hergibt. Wenn ich ein Rad haben will, wirklich so für Tag ein, Tag aus, dann bevorzuge ich tatsächlich ein bisschen ein agileres, irgendwie ein bisschen was handlicheres. Und deswegen habe ich mich übrigens auch für 64 Grad Lenkwinkel entschieden. Das kann man sich bei Alutech nämlich aussuchen. Da gibt es eine Variante eben mit diesen 64 Grad Ober- oder ultraflachen 62,5 Grad. Und das wäre mir dann auch wieder zu speziell gewesen. Deswegen Rahmengröße L, 64 Grad Lenkwinkel. Schauen wir mal, ob es passt. Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch entschieden. So viel jetzt erstmal zur Alutech E-Fahnes. Da werden wir eh noch mehrere Male drüber sprechen in den nächsten Videos. Kommen wir mal zum Aufbau. Also was ist eigentlich der Plan jetzt mit dem Rahmen? Ja, ich werde den jetzt aufbauen, demnächst, die nächsten zwei Wochen irgendwie mit verschiedenen Komponenten. Und da habe ich mir auch lange überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn ihr jetzt Befürchtungen habt, so von wegen, jetzt kommt der nächste High-End Dreambuild für 25.000 Euro bei Vollmond geschweißten Titankurbeln, mache ich nicht. So cool sowas ist und so gerne ich mir sowas auch anschaue und wirklich ein Faible dafür habe. Ich möchte euch vor allem auch nützlichen Content und irgendwie nahbaren Content bieten. Deswegen soll dieser Aufbau, der dann hier mit dem Rad stattfindet, so ein bisschen unter dem Motto Vernunftsbike stehen oder Preis-Leistungs-King, wie auch immer ihr das sehen möchtet. Ich möchte einfach mit jedem Teil, das ich mir aussuche, euch auch so ein bisschen vielleicht einen Ratschlag oder einen Tipp geben, wenn ihr nach irgendwas auf der Suche seid und sagt, hey, preis-leistungstechnisch, was ist denn eine gute Gabel? Was sind denn gute Laufräder? Was nehme ich denn für Bremsen, wenn ich upgraden möchte? Also nehmt das gerne auch so ein bisschen als ja, Ratgeber für vielleicht künftige Upgrades. Und das soll so ein bisschen das Motto sein. Wie gesagt, Preis-Leistungs-King. Das heißt nicht immer das Günstigste. Das soll schon auch gut performen. Und ich habe auch ein paar Teile im Hinterkopf, die sind nicht in Anführungszeichen günstig, aber bieten für mich eben dann trotzdem unterm Strich ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich habe mir grob schon ein paar Gedanken gemacht. Es liegen auch schon ein paar
Komponenten bereit. Ich verrate euch noch nicht, welche das sind, denn ich frage auch euch mal, was würdet ihr an so einen Rad denn dran schrauben? Unter diesem Motto, ihr kennt das jetzt, preis-leistungsmäßig, irgendwie vernünftige Komponenten, auch gemessen am Einsatzgebiet 170 mm. Das heißt, die dürfen ruhig stabil sein, die dürfen ein paar Gramm schwerer sein. Das ist total fein für mich. Ich möchte da wenig Kompromisse machen, aber eben irgendwas, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Und da haut bitte mal eure Tipps, eure Anregungen in die Kommentare, sei es Gabel, Dämpfer, Reifen, Laufräder, Lenker, Sattelstütze, ganz egal, völlig wurscht. Ich nehme das alles gerne auf und lege mich dann die nächsten Tage, Wochen auf die Komponenten fest und schau mal, dass ich die dann möglichst schnell herkriege, dass wir dann den Aufbau machen können. Denn das ist dann so der nächste Schritt. Ich habe jetzt mal drei Teile für diese Videoreihe geplant. Im zweiten Teil, da wird der Rahmen wahrscheinlich immer noch so hinter mir hängen wie jetzt. Da werde ich euch aber dann wirklich alle Komponenten, die drankommen, so Schritt für Schritt einfach mal vorstellen und euch auch ein bisschen erklären, warum ich mich wofür entschieden habe. Teilweise wird das aus theoretischen Gründen sein, weil ich die Komponenten selbst noch nicht gefahren bin, aber sie eben auf dem Papier ein guter Deal sind. Teilweise einfach auch aus persönlichen Erfahrungen, dass ich sage, hey, ich bin das schon so oft gefahren, das funktioniert einfach super und ist erschwinglich. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das wird so der zweite Teil sein. Und im dritten Teil machen wir dann wirklich einen ganz normalen Test zu dem fertigen Rad. Also zwischen Teil 2 und Teil 3 schnappe ich mir meinen Kollegen Chris, der ist ein bisschen fitter, was Räder aufbauen angeht, als Zweiradmechaniker. Ich habe, wie gesagt, schon viele gebaut, aber E-Mountainbike ist manchmal ein bisschen tricky. Und wir bauen zusammen das Rad auf. Und das werde ich dann testen, wie jedes andere Rad hier auf dem Kanal auch. Ich mache eine Handvoll Abfahrten, fahre ein, zwei Wochen damit und dann machen wir hier einen Test und sprechen drüber und schauen mal, ob die Kompromisse bzw. die Wahl der Teile, ob das eine gute Idee war und wo vielleicht ich hätte ein bisschen mehr investieren sollen oder vielleicht, wo es auch was Einfaches getan hätte. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Ich habe sowas so ausführlich auch noch nie gemacht und ich hoffe, ihr seid dabei, denn ihr seid wirklich ein Teil von dieser ganzen Story und ich möchte euch auch mitnehmen und euer Feedback wirklich auch. Das heißt natürlich auch, wenn ihr das Video jetzt schaut, nachdem es ein halbes Jahr online ist, dann könnt ihr gerne trotzdem natürlich Anregungen und Kommentare dalassen. Ich lese das dann schon durch und das könnte ja auch mal was sein, was man zukünftig testen kann. Aber dann werde ich es nicht mehr ans fertige Rad bauen können, weil ich damit dann wahrscheinlich schon unterwegs bin. Also, wenn ihr spontane Idee habt, haut es in die Kommentare. Ihr habt so eine Woche Zeit. Dann werde ich mal schauen, dass ich die Teile alle ins Haus kriege. Genau. Das ist jetzt mal so ganz grob der Plan für dieses Rad, für diese Videoreihe. Ich habe mir jetzt gerade echt schwer getan bei dem Video, weil es so was komplett anderes ist als sonst. Ich hoffe, es war einigermaßen strukturiert. Es war interessant für euch. Bitte, bitte, bitte lasst Feedback da, was ihr zu der Idee sagt, was ihr zum Rahmen meint. Sagt ihr, hey, kann ich nachvollziehen oder hey, würde ich was anderes nehmen. Und wie gesagt, Komponententipps, Anregungen, unbedingt einen Kommentar da lassen. Genau. Das war es jetzt von mir hier heute. Ich schätze mal, in ungefähr 2 Wochen geht es dann weiter mit den Komponenten. Lasst schon mal ein Abo da, dass ihr das nicht verpasst. Und auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.